So, hallo, da bin ich wieder. Es geht weiter mit Hitman. Wir sind da immer noch in der ersten Mission. Das Zählspiel sozusagen ist gerade angefangen. Jetzt sind wir da mal. Jalousien öffnen. Ja, wir haben keine Wurfwaffe. Da nehmen wir mal schnell da. Jetzt mal etwas ausprobieren, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Mal schauen, ob das funktioniert. Das geht nicht. Haben Sie genügend Punkte? Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte. Und die nächste Freischaltung. Ja. So. Oh, den kann man gar nicht anziehen, okay. Dann werden wir doch einfach mal schnell los. Und tschüss. Jetzt hast du irgendeine Killertechnik freischalten. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler der Yen. Okay. Wie machen wir das? Ich habe keine Ahnung. Laut ICA. Irgendwie, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich da davon noch nicht genug. Die schauen alle in die andere Richtung, finde ich positiv. So, du kommst schnell mit. Da wird lustig. Ich glaube, als Koch werde ich nicht erkannt. Das würde ich jetzt gerade schnell ausprobieren. Sie sind als Koch verkleidet und können sich im Erdgeschoss des Anwesens frei bewegen. Niemand im Anwesen wird Ihre Tarnung durchschauen. Aber tragen Sie keine sichtbaren Waffen, da diese Verdacht erregen. Gut, 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 gut. Jetzt kann man doch da irgendetwas vergiften. Wenn ich nochmal wüsste, was. Was ist das gewesen? Ist das das da gewesen? Nein. Ah, genau. Es steht zwar kein Kaffee dort, aber es ist in Ordnung. Und irgendwie sollte man da auch noch jemanden umbringen. Mit dem Klavier dort, aber ich weiß nicht wie. Das wäre recht cool.
schauen, was da oben so rum ist. Ich bin da schon. Wenn ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe, keine Ahnung, was es da oben gibt. Nicht. Jetzt schaut er jetzt ins Klavier rein. Und irgendwie muss man das können auslösen. Ich habe keine Ahnung wie. Das wäre echt cool. Jedenfalls kommt das leider nicht. Hey. Hey. Aber da legt irgendwo Beweise um, fällt mir gerade ein. Das ist die Frage, wo? Die finden sie schon noch. Da nicht. Da. Genau. Gehen Sie weiter, falls Sie hier nichts erledigt haben, Sir. Der hat einfach den Kaffee schon gesoffen, hä? Ja nun, so soll es sein. Ich könnte Sie verhaften. Und jetzt gehen Sie. Er könnte mich verhaften, ja. Ausschalten oder töten. Sie haben die Wahl. Auf alle Fälle wacht er nicht so schnell wieder auf. Yep. So. Gut, gut. Wenn ich das erledigt. Ja, ich würde mal sagen, mach ich schnell da Mission fertig. Nähere mich der Zielperson. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran. Bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan? 47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst die 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Das geht nicht lange gut. Die Zeit.
Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte, sie darf nicht werden wie Sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Laufen macht Krach und erleichtert es ihren Gegnern, sie zu orten. Ja, was? Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren, und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schaden. Alle Gegner erledigt. Führen Sie den... So geht das. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Was machen Sie da? Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich war... Deine Mutter ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt! Das hatte ich befürchtet! Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade! Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft! Jo! Abgeschlossen als Veteran. Schlechter als ich gedacht habe, aber ist okay. Waffenhandling 1 haben wir freigeschaltet anscheinend, keine Ahnung. Die haben wir auch, da haben wir nicht. Moderne Kunst, das ist eben der mit dem Klavier. Ich weiß einfach nicht, wie das funktioniert. Naja, und Alter, das Zeug, das wir da irgendwie. Bla. Weiter geht's! Du musst wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind.
Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, die ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, man hat einen neuen Auftrag. Wir müssen den König von Chinatown umbringen. Ich werde das relativ schnell machen jetzt. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Korps. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Jetzt könnte es ein Problem geben mit den Frame Drops, weil jetzt wird's ein ziemlich voller. So, also da wären wir. Und der Typ, der dort am Telefon ist, der geht's. Ey, aufpassen ihr zwei! Ich bezahle euch nicht fürs Umsetzen. Ohne meine Erlaubnis kommt niemand hier raus. Okay. Es gibt unzählige Wege, den König von Chinatown zu töten. 12 dieser Möglichkeiten schalten Herausforderungen frei. Diese finden Sie in Ihrem Notebook. Für absolvierte Herausforderungen erhalten Sie einen permanenten Punktebonus. Je mehr Herausforderungen Sie meistern, desto mehr Punkte erhalten Sie. Viel Erfolg! Ja, damit die Abzugspflicht wird jetzt das ein bisschen schwierig. Ja, ja, du weißt schon, wer dran ist. Schwing deinen Arsch hierher. Ich werde das so erledigen, wie ich das letzte Mal schon gemacht habe, weil das einfach extrem schnell geht. Letztes Mal geht es darum, dass man aus dem Fenster aus mit dem Scharfschützen einen Typ verschiessen. Das Problem ist, da können wir nicht hindern. Ausser wir machen es probieren. Doch gar nicht so schlimm aus. Hi. Ich glaube, Sie sind hier falsch, mein Freund. Bitte gehen Sie. Okay, jetzt haben wir das Problem.
Das kann ich auch sagen. So war das Lohnstück. So. Jetzt muss ich da ist ja das Loch. Also mehr suche ich den Typ im grauen Anzug. Und dann muss ich irgendwo. Nein, das ist nicht der. Schussfeld prüfen. Jupp, eine ist weg, Kleine. Ja, ich starte am besten einmal neu, das kann es nicht sein. Das ist schon zu einfach. Frames da nicht mehr so ganz mehr kommen. Die Lücke ist schon da unten. Negativ. Ah, ich werde gerade gefilmt, das ist ja lustig. Jetzt warten wir mal schon auf den Typ. Es gibt unzählige Wege, den König von Chinatown zu töten.
12 dieser Möglichkeiten schalten Herausforderungen frei. Diese finden Sie in Ihrem Notebook. Ja. Für absolviert. Das interessiert mir einfach überhaupt nicht. So einfach ist das. Da möchte ich noch gerne schnell die Kleidung haben. Dankeschön. Hätte ich noch gerne die Knarre, dankeschön. So, jetzt weiß ich auch schon ungefähr, wo der Typ sich aufhaltet. Und zwar ist der irgendwo dahinter. Irgendwo. Da ist er nicht. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schnell warten. Scheiße, ich dachte, ich hab ihn! Ach, auch ruhig rausspähen. Er war schlampig, ich hab seine Fährte aufgenommen. Out! Jetzt haben wir. So. Ah, oh, ist doch echt das Beweis? Nein. Das ist doch sinnlos. Was ist denn das Beweismaterial wo? Das ist nicht. Das ist nicht. Okay. Hey, was gefunden? Hier ist mein Garni. Bei Fuß, na komm schon, bei Fuß. Geht uns überlegen. Findet ihn, bevor er uns wieder abknallt.
So, Herr Polizist, ich brauche schnell deine Kleider. Dankeschön. Ah, noch für sich kann ich sogar meine eigenen Kleider wieder anlegen. Idee. Keine Ahnung, was los ist. Wie blöd halten Sie mich? Ja, ja, so mag ich. Ich bin schon zu. Hoppla. So. Tust du bitte mal schnell da. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Nein, auf keinen Fall. So, und jetzt hätte ich eigentlich gefahrlos können da rausmarschieren, ohne dass mich irgendjemand braucht. Das ist doch sinnlos! Herr Pozilist, heute zusammen. Wir führen hier gerade Ermittlungen durch. Bitte stören Sie uns nicht. Ja, ja, ich habe ja schon ab, schon gut. So einfach ist das. Eine kleine Spende für den alten Tag. Hey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch! Ven acá, mami. Ven acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Na, was führt Sie in ein bescheidenes Heim? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency? Soll von mir aus spioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. So.
Ja, ist jetzt nicht gerade die schönste Art und Weise, den Typ umzubringen, aber. Ah ja, immerhin. Ich würde mal sagen, für heute ist hier fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Ciao!